Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Kalender-Opening. Heute am, ich glaube, 15. 16. Dezember. Den 15. haben wir ausgelassen, weil ich hatte gestern einfach keine Kraft weiterzumachen. Und da dachte ich mir, heute gibt es ganze 2 Spiele. Oh yeah. Ja, da hast du recht. Oh yeah. 2 Stück, Freunde. Heute gibt es 2. Und wir erstmal darüber reden, wo das letzte Mal der Key versteckt war. Und zwar in dieser Szene. Oh ja, Freunde. Ich weiß, das war so raffiniert versteckt. Das war die böse Macht in mir, die das Ganze verursacht hat. Und heute... Das war zu viel für meinen Hals. Heute kümmern wir uns natürlich um 2 Türchen. Wir öffnen aber nur eine. In dieser sind dann 2 Keys versteckt. Und wir öffnen gleich Türchen Nummer 16. Hier kommt der Kalender. Und solange der Kalender hier angerollt kommt, Freunde, bis zum 22. Dezember dauert es nicht mehr lang. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, mir einen Santa-Weihnachtsbrief zu schreiben mit eurem Wunschspiel. Je besser er formuliert ist, umso höher ist eure Wahrscheinlichkeit, dass ihr euer Wunschspiel auch bekommt. So, aber jetzt komm mal her, Kalender. Komm mal her. Übrigens, in der Beschreibung steht meine E-Mail-Adresse und wo ihr alles hinschreiben könnt. So, der Kalender ist hier. Wir gehen auf den 16. Dezember. Ja, du bist mein Vater. Du bist mein Vater. Ihr seht, das Böse ist mein Vater. So, Türchen Nummer 16, öffne dich. Hier befinden jetzt sich 2 Keys. Der eine mit A gekennzeichnet, der andere mit B gekennzeichnet. So wird es auch im Spiel sein. Hier seht ihr gerade 2 Drittel von 2 Codes. Den letzten Drittel findet ihr wie immer in eines meiner Videos, die heute ein bisschen verzögert kommen werden. Aber sie werden kommen. Keine Sorge, Freunde, sie werden kommen. Und da drin befinden sich insgesamt 2 Keys, also in verschiedenen Spielen. Und wenn ihr den Key gefunden habt, einfach zusammenbasteln bei Steam. Unter Spiel registrieren, glaube ich, heißt das oder so. Oder Spiel einfügen. Den Key eingeben und schon habt ihr das Spiel. Oh yeah. Oh, ist das nicht toll, Freunde? 2 Spiele an einem Tag. Ja, macht es stark von mir, ich weiß. So, Freunde, und damit kommen wir auch schon zum Abschluss. Natürlich möchte ich euch noch einen Tipp des Tages geben, so unter Bros. Und zwar, wenn ein Bro nicht zur Hochzeit eines anderen Bros eingeladen wird, macht er daraus keine große Sache. Selbst wenn er ja eigentlich derjenige war, der die beiden zusammengebracht hat. Und sich bereits das perfekte Hochzeitsgeschenk überlegt hat und... alles. Ach, ist schon in Ordnung, kein Problem. Freunde, wir sehen uns morgen wieder zum Samstag. Sonntag geht's ja wieder los mit einem AAA-Titel, den ich für euch raushauen werde. Mal gucken. Vielleicht freut's ja den einen oder anderen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.